guten Morgen. Ja, ich bin auf einer Tour. 20 vor 9 spät dran, aber das war genauso gewollt nach dem Tag gestern, der doch sehr, sehr anstrengend war. War gestern auch noch Essen in dem italienischen Restaurant da und das war sehr gut, das war echt cool. Da eine ganze Zeit gesessen, Wetter war ja schön. Ja, waren die 22 Euro berechtigt von dem Campingplatz, wollte ich euch ja noch sagen, mit den sanitären Anlagen? Nein. Und nicht nur vielleicht nein, sondern total nein. Jetzt kommt mir einer entgegen, kleinen Moment. Haken von der Wand gerissen, Fliesen aus den 70er, also woher weiß ich das? Ja, meine Eltern haben 76 gebaut, wir hatten die gleichen Fliesen im Keller wie die jetzt da in den Duschen. So ein bisschen Jugendherbergscharakter, oft keine Brause in der Dusche, das kam da rausgesprenkelt wie aus dem Rasensprenger. Es war alles nass von meinen Klamotten, also meine Klamotten, die vorne hingen, waren nasser als ich, weil das meistens vorbeiging. Egal, das war jetzt sauber, war in Ordnung. Hopp, nur noch mal zum Vergleich, das war zu teuer. Ja, ich habe jetzt mal geschaut. Den Weg habe ich gleich gefunden. Das war relativ einfach, den Neckartal-Radweg. Die erste Etappe, die wir jetzt hier fahren, geht von Ebersbach bis nach Bad Wipfeln. 43 Kilometer, Anstieg 150 Meter. Und dann kommt noch eine zweite mit 38 Kilometern. Und ich glaube, hier hat nur 50 Meter Anstieg. Also von daher wird das heute ein ganz, ganz easy, ruhiger Tag. Wo ich mir ganz viel Zeit lassen werde, denn ich habe genug Zeit. Ja, wir fahren hier am Neckar lang und wir kommen wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen dichter ran. Dann machen wir erstmal ein paar Meter. Morgen. Hallo, guten Morgen. Bäckerei. Na, eine Bäckerei habe ich nämlich schon ewig nicht mehr geguckt. Ich habe mal Bäcker gelernt. Bis 1990 habe ich ausgelernt. So lange ist das schon her. Dann habe ich irgendwie nie wieder in der Backstube gestanden. Ja, gab hier richtig cool Kaffee. Und wisst ihr, was das ist? Das nennt man hier ein LKW. Ein Leberkäsweckle. Die haben eine komische Sprache hier. Aber das werde ich mir schmecken lassen jetzt. Und dann geht es weiter. Das kam wie gerufen. Kaffee ist mega lecker. Also normalerweise schmeckt Kaffee immer gleich, aber der schmeckt gleich ab. Der ist richtig gut. Und der LKW auch. Ja, der Neckartal-Radweg, der ist hier jetzt gesperrt. Ja, auf der rechten Seite vom Neckar und die Umleitung geht jetzt über die Bundesstraße. Das kann ich schon sehen. Das ist natürlich nicht so schön, da direkt an der Bundesstraße zu fahren. Bis Obrigheim, das sind so, ich habe mal geguckt, ja, so 4-5 Kilometer, glaube ich. Egal, müssen wir in den sauren Apfel eben beißen. Naja, aber schaut mal. Da ist großer Platz hier rechts. Alles neben dem gelben Streifen, das ist für Radfahrer. Das lasse ich mir gefallen für ein paar Kilometer. Hat man zumindest mitgedacht und ja, hier mit gelben Markierungen dem Radfahrer ein bisschen Platz verschafft. Sehr schön. Ja, fahren hier schön am Neckar lang. Richtig cool. Ja, ich denke mal noch vielleicht anderthalb Etappen, dann kann ich dazu mir auch ein Bild machen zum Neckartal-Radweg und euch ein paar Sachen sagen und vielleicht auch mal vergleichen. Vielleicht machen wir das morgen. Vergleichen mit den anderen Flussradwegen, die ich gefahren bin. Pro und Contra machen wir dann vielleicht. Ja, zur Ausrüstung wollte ich noch mal ein paar Sachen sagen, die ich mit habe. Das Zelt, da bin ich richtig glücklich mit gewesen jetzt. Klar, das ist mega schwer, das wiegt über 3 Kilo. Aber dadurch, dass ich jetzt mit dem E-Bike unterwegs bin, da ist natürlich massig Platz in dem Teil. Und ich muss keine Ordnung halten. Ich kann alles in die Abside schmeißen und finde es trotzdem wieder. Das würde ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Ja, vielleicht nicht mit dem normalen Fahrrad, aber bei der nächsten E-Bike-Tour ist das Cap Endurance 2 auf jeden Fall wieder mit dabei. Dann muss ich sagen, ein Gegenstand, den feiere ich ganz besonders, den ich mit habe. Der hat es kurz vor Start noch mit in mein Ausrüstungszeug geschafft. Und das sind meine Sealskins. Wer die nicht kennt, das sind wasserdichte Socken, die morgens, wenn das Gras noch nass ist auf dem Campingplatz, weil ich habe ja Trailrunner an, die sind nicht wasserdicht,
Das ist einfach genial. Oder bei Regen habe ich die auch angehabt. Hast immer trockene Füße und habe halt auch noch ein paar normale Socken mit, dass ich immer wechseln kann. Aber wenn es morgens nass ist, die Dinger sind richtig cool. Verlinke ich euch auch wie alles unten in der Videobeschreibung, wenn euch das dann interessiert. Wow, jetzt wird es ein bisschen schneller hier. Aber auch so einfache Sachen wie beispielsweise das Halstuch. Also in den ersten Tagen, wo es so geregnet hat und auch noch richtig kalt war, da war das Halstuch einfach, oh, hast du dir mal übers Gesicht gezogen, wenn der Wind von vorne kam. Das hat sich richtig gerechnet, das noch mit einzupacken. Und ihr merkt schon, das sind so Kleinigkeiten, ja. Den Trangia hatte ich mit, der war ganz gut, um meine mitgebrachten Gerichte dann aufzuwärmen. Vielleicht würde ich nächstes Mal aber auch einen kleineren mitnehmen. Und was ich auf jeden Fall das nächste Mal noch mitnehmen würde, wäre ein kleiner Gaskocher, ein ganz kleiner, damit du mal so einen kleinen Becher Wasser heiß machen kannst, um einen Kaffee morgens zu machen. Dafür jedes Mal den Trangia auseinanderbauen, dann hast du wieder dreckige Finger, weil der voll gerußt war. Ach, das würde ich, glaube ich, eher lassen. Aber das sind so Sachen, die, so Erfahrungen, die du machst, ne? Gut, andererseits, ja, egal. Auf jeden Fall würde ich nächstes Mal einen kleineren Kocher noch mitnehmen. Und als letzten Punkt, den ich noch mal erwähnen möchte, wollte die ganze Zeit die kleine Drohne mitnehmen, die DJI Mini 2, und habe mich dann kurz vor Schluss dann noch entschieden, die große, schwerere Drohne mitzunehmen, die, was ist das, die R2S, glaube ich. Und ja, die ist dann noch mal besser in der Luft, habe ich vorne in der Tasche mit drin, und die macht auch noch mal bessere Aufnahmen. Von daher mit dem Rad immer die große Drohne und zu Fuß immer die kleinere Drohne. Ja, das war jetzt meine Entscheidung für die Zukunft. Und ein guter Radweg, der hat ab und zu solche Gerätschaften da stehen am Wegesrand. Und zwar kannst du hier dein Fahrrad reparieren und Luft aufpumpen. Du kannst das da oben an den beiden schwarzen Pinoix, da kannst du das da drüber hängen. Da ist auch genau ein Schild, wie das geht. Dann hast du hier dein Werkzeug. Aufpumpen kannst du, total genial. Ja, am Weserradweg habe ich da bei meinen Etappen, die ich da gefahren bin, auch 4-5 Punkte gesehen. Manchmal auch ein bisschen abseits vom Weg, dann stand aber ein Schild da, Fahrradreparaturplatz da und da. Und wenn du mal eine Panne hast, kannst du das mal eben schnell selber machen. Wenn du das kannst, natürlich nur, aber dann hast du das Werkzeug komplett da und kannst nochmal nachpumpen. Ja, ich glaube, ich werde auch nochmal nachpumpen und dann geht es für mich weiter hier auf dem Neckartalradweg. Hälfte des Tages habe ich rum und boah, bringt Spaß gerade. Eigentlich wollte ich einen Apfel kaufen. Hab ich vergessen. Da habe ich halt was anderes Erfrischendes gekauft. Nee, Quatsch. Kurzer Tag heute, entspannter Tag. Dann darf ich mir unterwegs mal was gönnen. Ja, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Das wollte ich euch sagen. Wenn du nachts nicht richtig pennen kannst, dann ist der nächste Tag meistens blöd, weil du dir in der Nacht halt die, ja, die Kraft für den nächsten Tag holst. Und gestern habe ich halt neben dem Restaurant gezeltet direkt, da war auch noch Gemurmel, Geblabber und normalerweise kann ich da mal ziemlich beschissen einpennen bei so einer Sache. Jetzt spannt sich der Bogen zum letzten Artikel der Firma Outdoor Essentials, dem Relax. Das nehme ich nämlich jetzt auf Tour jeden Abend und kann pennen wie ein Baby, egal wo ich mit meinem Zelt gerade stehe. Hier sind nämlich unheimlich beruhigende Sachen drin, Ashwagandha, L-Tryptophan, Lavendel und Melatonin. Und alle vier Sachen sorgen dafür, dass man so ein bisschen müder wird, dass man besser einschlafen kann. Es verkürzt quasi die Einschlafphase und ich kann echt sehr, sehr gut schlafen, wer da Probleme mit hat auf Tour. Probiert das gerne aus, werdet ihr nicht bereuen, oder wenn ihr auch im Hotel irgendwo anders seid, manche können ja auch woanders schlecht schlafen, Relax, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Genau wie die anderen Kollegen hier, den Keep Going und den Wake Up. So, das war jetzt die letzte Werbung für meine Lieblingsartikel von Outdoor Essentials. Ich mache jetzt eine kleine Pause, Hälfte der heutigen Tour ist rum. Und die erste Etappe, die ich gefahren bin, ich glaube, da waren noch 4 Kilometer, dann bin ich in Bad Wipfen oder so ähnlich heißt das. Und das ging, ja, gefühlt bin ich gerade losgefahren. So schnell sind jetzt die 45 Kilometer rum. Alter, die Brücke macht mich nervös mit den Geräuschen. Ich wünschte mir, ich wäre letzten Sonntag an der Kirche gewesen, damit das hier gut ausgeht. Dann hätte ich auch gleich ein bisschen fürs Wetter mitbeten können, denn da mal gucken, da braut sich was zusammen, wie es aussieht. Eben bin ich schon durch einen Teilabschnitt gefahren, der war pitschnass. Hier ist wieder trocken, davor war auch trocken, das war nur so, was ich, 1 Kilometer, der stand unter Wasser. Mal gucken, hab jetzt so 65, 70 Kilometer schon gefahren. An sich wird es fast reichen, wenn ich jetzt einen Campingplatz finden würde. Schau jetzt gleich mal in die Karte und auf den Wetterbericht.
wo dann vielleicht noch ein Campingplatz kommt und mache dann mal einen Plan für heute. Obwohl eigentlich hätte ich auch noch Bock, ich könnte noch 40, 50 Kilometer fahren. Dann wäre ich eigentlich schon fast da. Ich gucke einfach mal. So, jetzt muss ich wohin? Da, laufen am Neckar. Da muss ich zuerst hin. Okay, Attacke nach Laufen am Neckar. So, da ist er, der Regen. Bin jetzt in Laufen am Neckar und habe mich dazu entschlossen, dass ich mir hier eine Unterkunft buche. Das habe ich auch schon gemacht, gerade über Check24. Wir haben hier nur so ein Self-Check-In-Hotel. Das ist hier um die Straße rum, ist nicht weit von hier, ein Kilometer oder sowas. Ja, und dann werde ich hier bleiben. Morgen wären es dann noch 85 Kilometer. Soll jetzt die ganze Zeit regnen und soll auch die ganze Nacht regnen, und zwar ordentlich, da sind sich alle einig. Von daher habe ich mich entschlossen, dass ich hier bleibe. Denke, das ist die geschickteste Variante, und die Stadt scheint recht schön zu sein. Gucke ich mich nachher nochmal um, kaufe nochmal Vorräte für morgen ein. Ja, und vielleicht zeige ich euch die Hütte nochmal von innen gleich. Tja, das haben wir da. Ich weiß gar nicht, kann man es lesen. Neckarbett Smart Check-In Hotel. Das hat super geklappt. Ich habe von Check24 gleich einen Code gekriegt. Den habe ich hier eingegeben an der Tür, und Sesam, öffne dich. Wir gingen die Tür auf und ich habe ja echt mit dem Schlimmsten gerechnet. Und dann guckt euch das an. Das ist so geil. Mein Fahrrad steht schon drin. Da ist sogar extra ein Fahrradkeller da um die Ecke. Kann man mit dem Fahrrad auch anschließen. Sind Vorrichtungen zum Anschließen da. Ich mache das mal zu, damit kein Unbefugter reinkommt. Das ist hier ein Aufenthaltsraum. Eine Küche haben sie auch noch extra drin. Die sieht ähnlich gut aus. Alter, ist das cool. Jetzt muss ich nur noch gucken und schauen, welches Zimmer ich habe. Das stand da nämlich irgendwie nicht drin. Warte mal, wir gehen hier mal durch. Das hier ist der Fahrradkeller. Keller ist gut, hier ist eine Stufe drin. Na gut, hier steht ein bisschen Gedöns rum vom Hotel, aber mal gucken, wie abgeschlossen ist. Aber ansonsten kann ich mein Rad hier, ist wahrscheinlich dicht. Ne? Ja, genau. Guck mal, kann ich mein Rad hier anschließen? Perfekt, dann muss ich es gar nicht mit aufs Zimmer nehmen. An alles ist gedacht, außer dass ich mein Zimmer finde. Daran ist noch nicht gedacht. Da gucken wir mal, da werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja, vielen Dank, Check24, dass ihr euch um alles gekümmert habt. Gucken wir mal rein hier. Und tada, Sesam, öffne dich. Ja, ob das jetzt meine Schuld war oder die Schuld des Anbieters, das kann ich euch morgen sagen. Dazu muss ich noch mal was checken. Hier haben wir wieder Blick aufs Meer gebucht. Ist sehr schön. Ansonsten, ja, Zimmer mit zwei Betten. Ich habe jetzt eine Nummer größer gekriegt, das Zimmer, sagte mir die Dame. Wegen der Unannehmlichkeiten. Hallo. Hier ist das Badezimmer. Wow, das ist cool. Sieht gut aus. Ja. Gibt. Oh, hallo. Oh, ich habe Sonnenbrand gekriegt. Alter. Guck mal hier meine Arme. Cool. Ich bin zufrieden. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Laufen mit 2F, Laufen am Neckar. Zu dem vermutlich letzten Tag meiner Reise durch die Republik. Und 85 Kilometer muss ich heute noch fahren bis Stuttgart-Pliningen. Das liegt hier im Süden beim Flughafen. Ich könnte 57 Kilometer fahren, würde ich quer durch die Stadt fahren. Da habe ich echt wenig Interesse dran. Außerdem will ich noch ein bisschen hier auf dem coolen Radweg bleiben, dem Neckartal-Radweg. Ich habe ja gestern darüber gesprochen, dass es da ein Problem gab hier mit dem Einchecken. War tatsächlich nicht meine Schuld. Ich sollte einen Code bekommen per E-Mail. Den habe ich nicht gekriegt. Habe alles gecheckt. Die E-Mail-Adresse war richtig, die ich angegeben habe. Und dann hätte ich den Code hier nämlich, ich will das mal zeigen, eingegeben, Keyboy. Da eingeben und dann plumpste der da rein. Das hat mir die Frau am Telefon, hat mir dann extra Code gegeben und dann plumpste der Schlüssel da runter. So würde es normalerweise funktionieren. Total coole Geschichte. Ja, egal, hat ja geklappt. Check24 kann man da tatsächlich empfehlen. Das haben die ganz gut gemacht. Ja, der Himmel sieht nicht so gut aus. Soll aber nicht regnen, sagt der Wetterbericht. 20% Regenwahrscheinlichkeit. Dann wird es heute auch nicht so warm, was meinen Abend natürlich ganz gut tut. Naja, ich mache mich jetzt auf den Weg um. 8:30 haben wir es jetzt. Die Windjacke angezogen hier. Denn wenn man gleich fährt, wird da noch ein bisschen Fahrtwind kommen. Und dann machen wir uns auf den Weg
die letzten Kilometer bis zu Freezy's Mom. Ey, das war ein katastrophales Wetter, arschkalt, und wenn ich da hinten gucke, wenn das nicht regnen soll, also wenn das nicht regnet, tausche ich mein Auto gegen Tretroller. Na, da gucke, sieht es genauso aus. Mann, Mann, Mann. Okay, kann man ja nicht ändern. Das erste Stückchen hier vom Weg führt mich nicht nur am Neckar, sondern auch an der Weinstraße entlang. Stand vorhin auch ein Schild, ich weiß jetzt gar nicht, welche Weinstraße steht da was. Kirchheimer Weinstraße steht da gerade dran. Das ist mit Abstand hier von dieser Etappe das schönste Stück. Weit weg von den Straßen, und das sieht cool aus. Mal hier sind Bilder dran. Ach, das ist super interessant. Ja, ein bisschen wärmer dürfte es noch werden, und die Farbe des Himmels dürfte vielleicht noch mal ein bisschen heller werden. Dann würde ich auch beruhigter werden. Aber cool. So, das müsste Kirchheim sein, weil wir schon eben durch die Kirchheimer Weinstraße gefahren sind. Schönes altes Dörfchen. Also wenn wir da mal rüber gucken, was da... Ich saß ja nicht mit Karlmann im Sandkasten, aber dass das freundliche Wolken sind, das ist unwahrscheinlich. Und das ist hier überall so. Ich fahre schon ganz langsam, weil ich eigentlich nicht aus dem Ort raus will. Denn wenn das gleich richtig fürchterlich zur Sache geht hier, dann bin ich durch. Da würde ich hier lieber ein Stündchen abwettern unter irgendeiner Brücke oder sowas. Alter, sieht das übel aus, ey. Ja, bin ich hier gerade unter einer Brücke untergestellt, weil es so aussieht, als wenn es gleich losgeht. Hatte ich mal wieder Pech beim Denken. Gucken wir nach oben. Das ist eine Eisenbahnbrücke. Das ist leider kein echtes Dach drüber. Oh Mann, ey. Und weiter geht's. Wir sind jetzt auf der dritten Etappe, für uns dritten Etappe, auf dem Neckartal-Radweg von Bietigheim, hier ist glaube ich, ne, nach Esslingen. Die hat 60 Kilometer. Ja, und das wird für uns auch die dritte und letzte Etappe sein, so dass wir eigentlich ein Drittel des Neckartal-Radweges dann nur gefahren sind. Aber gut, das ging es halt nicht. Und jetzt geht es hier erstmal hoch. Dann brauche ich, glaube ich, erstmal... Ah, brauche ich doch nicht. Eine zweite Hand, ich kann euch mitnehmen beim Fahren. Ja, ich würde das auch vielleicht nur bedingt vertrauen. Wenn man bedenkt, dass ich vor einer Woche oder vor einer guten Woche bei uns zu Hause in Lüneburg losgefahren bin, jetzt fahre ich hier bei Stuttgart durch die Württembergische Weinstraße. Das ist doch eine ganze Ecke. Klar, waren ein paar Tage, die ich gefahren bin, aber ach, das ist echt eine coole Tour. Schade, dass sie bald vorbei ist. Ja, aber hier so lang zu fahren, das bringt dann doch Spaß. 40 Kilometer bin ich jetzt gefahren auf dem Neckartal-Radweg heute, und die Etappe heute oder der Tag heute, die Strecke gefällt mir deutlich besser als gestern. Man ist öfter in der Natur, man ist nicht so oft an den lauten Hauptstraßen und es ist doch nicht mehr so viel Industrie jetzt am Neckar. Es ist immer noch arschkalt. Und ja, ich habe 3 Tropfen Regen abgekriegt. Das hat sich tatsächlich so gehalten. Das lassen wir aber als Regen durchgehen, nur falls schon irgendjemand auf mein Auto spekuliert hat. Also das war Regen. Ganz bestimmt. Und ja, für mich geht es jetzt... Oh, da sind Bananenpflanzen. Ich dreh uns mal rum. Guck mal da. Ja, das waren Musa Barfuse Bananenpflanzen. Die muss ich euch eben mal zeigen. Wo wollte ich jetzt hinaus? Ja, mein Weg führt mich jetzt weiter bis nach Esslingen. Arschkalt ist es geworden. Gar nicht so richtig unverfahren. Gar nicht so richtig Lust, eine Pause zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal drehen hier. Ah.
So, musst du erstmal wieder auf den richtigen Weg kommen. Keine richtige Lust, eine Pause zu machen, hatte ich gesagt. Guck, vielleicht noch was Warmes anziehen. Ich hatte noch einen Stuttgarter Hofbräu dabei und ich habe noch ein Brötchen mir gestern geschmiert. Will ich eigentlich schon noch zwischendurch mal essen. Mal gucken. Erstmal geht's Richtung Esslingen am Neckar. Ich war eben in Hoheneck und da hat mich ein Schild auf jeden Fall komplett in die falsche Richtung geschickt. Weg vom Neckar nach oben. Ja, das war irgendwie aber auch so angebracht, das hätte gar keiner umdrehen können. Das, also selbst wenn er an der Stange gedreht hätte, hätte alles nichts mehr gepasst. Da muss wohl noch mal einer bei. Gemerkt habe ich es an den Höhenmetern, die ich machen musste. Ich denke, die Etappe hat doch nur 30 Höhenmeter oder 50 hier. Warum geht das so steil hier? Hoch und weg vom Neckar. Dann bin ich nochmal umgedreht und dann ja nochmal auf die Homepage von dem Neckartal-Radweg. Und da kann man es ganz gut sehen dann, ja, dass es weitergeht am Neckar. Von daher nicht immer auf die Schilder verlassen, überall. Das war das zweite heute schon, was ein bisschen uneindeutig war. Ja. Egal. Ich bin ja wieder auf dem Weg. Was wir noch machen werden, ist auf jeden Fall, ich habe ja gesagt, das ist ein kleines Pro und Contra. Ich will euch noch was über die Radwege sagen, die ich gefahren bin. Hier den Neckartal-Radweg, den Fulda-Radweg und den Weser-Radweg. Das werde ich dann ganz am Ende des Videos machen. Das meine ich bei Freezy's Mann, setze ich mich auf die Terrasse und dann machen wir das in Ruhe und nicht hier so auf dem Fahrrad. Dann kann ich mich ein bisschen darauf vorbereiten, euch ein paar Sachen sagen, die vielleicht für euch interessant sein können. Dann machen wir dann alles ohne Hetze und ja, lassen das jetzt gemütlich ausklingen hier. Ja, die letzten Kilometer sehen so aus hier auf dem Neckartal-Radweg, also die letzten, die ich gefahren bin. Oh, Radwegende. Ja, total danke. Und jetzt? Ihr seid echt Clowns, ey. Na, fahren wir hier mal weiter. Das ist doch alles scheiße hier. Das ist ja cool ausgeschildert. Ja, wir befinden uns hier direkt bei der Wilhelma. Ja, die Wilhelma ist ja der Zoo hier in Stuttgart. Und da kenne ich den Zoodirektor ganz gut. Das ist ein alter Schlangenzuchtbekannter von mir, Tommy Kölpin. Ich hatte immer schon mal überlegt, ob ich ihn mal irgendwie anschreibe oder was. Ich glaube, der wohnt auch hier im Zoo, wenn ich das richtig gelesen habe. Ob ich mal vorbeikommen kann und er mir vielleicht mal einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Jetzt ist natürlich heute ein bisschen blöd, aber die Idee kam mir halt gerade wieder. Mensch, du wolltest Tommy Kölpin mal irgendwie anschreiben, ob du mal in die Wilhelma kommst. Naja, jetzt fahre ich direkt dran vorbei hier in seinem Zoo. Da führt mich meine Reise heute schon mal am Frühlingsfest vorbei, wo es dann morgen hingehen soll. Cool, habe ich gar nicht gewusst, dass ich hier direkt dran vorbeifahre. Da muss hier irgendwo auch das Stadion sein. Freezy's Mom dachte, das ist gleich ziemlich dicht dabei. Ich will eine Runde Autoscooter fahren hier, wenn ich will. Aber ich will jetzt erstmal weiterkommen. Bin 11 Kilometer vor Esslingen. Und eigentlich bin ich schon mitten in Stuttgart drin hier. Ich dachte, dass ich da weiter dran vorbeifahre. Aber eigentlich fahre ich durch. Und auch das hier ist der Neckartal-Radweg. Schon so ein bisschen unsexy, oder? Also hier gerade für dich. Naja, jetzt wird es wieder hier. Ja. More sexy. Ich habe den Radweg jetzt an der gewollten Stelle da bei Wangen verlassen. Fahre jetzt ein bisschen, ja. Bisschen dörflich ist es hier so durch mit dem Lautsprecher wieder und musste gerade hier hoch. Es war abartig, musste absteigen. Selbst im Turbo nicht mehr hochgekommen mit dem ganzen Gepäck. Das war die Hölle. 8 Kilometer sind es noch bis zu meinem Ziel, wo ich letzte Woche Donnerstag losgefahren bin. Und ich denke, ich melde mich, wenn ich kurz davor bin. Jetzt muss ich weiter schieben, denn hier ist keine Chance. Da fahre ich nicht hoch. Ja, da hinten kann man schon den Flughafen sehen. Da den Flieger oben seht ihr bestimmt nicht. Ja, mit dem Flieger von Hamburg bis Stuttgart braucht man, glaube ich, eine Stunde ungefähr. Das hätte so einfach sein können. Aber dann hätte ich auch nichts erlebt. 3 Kilometer noch, da geht es hier locker runter. Und ich weiß gar nicht, da müsste es, glaube ich, sein. Mal gucken, ob ich es noch wiederfinde. Gut, Google wird das wiederfinden. Da,
36 Meter Anstieg. Ja, wenn ich da aber nur Freezys Mom sein Haus wohne, dann habe ich das Ziel erreicht. Die muss ja schon vor der Tür stehen. Die weiß nämlich genau, wo ich bin, weil sie einen Standort hat. Freezys Mom! Ja, moin moin, da bin ich wieder, zwei Tage nach meiner Reise. Ich hatte euch ja noch versprochen, dass ich so ein bisschen was über die Radwege erzähle, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Erstmal 949 Kilometer sind es geworden, das ist in etwa das, was ich geschätzt hatte, 900 hatte ich geschätzt. Und die 50 bin ich da gefahren, wo ich versucht habe, das Fahrrad zu reparieren. Von daher passte das ganz super. Ja, meine Beurteilung jetzt der Radwege, die ist natürlich subjektiv, das kann jeder anders sehen, wobei dazu noch kommt, dass diesen Neckartal-Radweg, den bin ich ja nur 3 Etappen gefahren von 9, also nur ein Drittel. Von daher kann ich nur das beurteilen. Ich habe jetzt gehört, dass es noch deutlich ländlicher werden soll, umso südlicher ich jetzt kommen würde, das mal im Hinterkopf behalten. Wer da genaueres darüber weiß, gerne unten in die Videobeschreibung. Also eins mal vorab, alle 3 Radwege, die ich gefahren bin, waren super Radwege, sie waren alle gut ausgeschildert und man kann sie alle gut fahren. Neckartal-Radweg hob sich dadurch ab, dass der natürlich überhaupt keine Steigung hat. Ich hatte da irgendwie 40 Kilometer, da waren 50 Meter Steigung, das ist ja nichts. Der ließ sich wirklich von der Steigung her am einfachsten fahren. Und was mir aufgefallen ist, gerade bei diesen 3 Etappen, dass der Radweg auch der beste war. Also da waren eigentlich keine Hoppel drin, wurde dich geerdet, hast du, da hat es aufs Hinterrad geschlagen oder sonst was. Ausgebaut und zum Rollen war der wirklich am besten, der Neckartal-Radweg. Der hat natürlich einen Nachteil gehabt. Und das war der Neckar an sich. Neckar fließt durch, Radweg daneben, Straße daneben. Das ist das Problem. Und Straßen war halt nicht wie beim Fulda-Radweg, wenn die mal daneben war, dass es eine kleine Landstraße war, sondern die waren auch mal vierspurig und die waren auch sehr stark befahren. Und natürlich Baden-Württemberg, industriestarkes Land, sodass an vielen Ortschaften auch Fabriken mit dran waren, oder viel Industrie war am Neckar mit dran. Und das ist dann halt, ja, so von der Ausrichtung von, die Romantik geht dir weg, das will ich damit sagen. Und die Romantik hast du eben an den anderen beiden Radwegen gehabt. Du bist jetzt am Fulda-Radweg, meinetwegen, der hatte den Nachteil, du bist sehr an durch Städte gefahren. Du musstest quer durch Kassel, du musstest quer durch Bad Hersfeld. Das haben die zwar relativ gut gelöst, dass du nie an den dicken Hauptstraßen warst, du bist aber schon lange Strecken dann mal durch Ortschaften gefahren. Ansonsten war der auch ab und zu an Straßen, der Fulda-Radweg, oder auch teilweise auf Straßen. Diese Straßen waren aber nicht stark befahren, das waren so Landstraßen, wo allgemein wenig Verkehr war. Alles ein bisschen nicht optimal. Und das ist beim Neckartal-Radweg natürlich so, hier, mein Spickzettel, dass ich nie auf der Straße gefahren bin. Die wären auch viel zu stark befahren gewesen. Beim Fulda-Radweg war es dann so, bist öfter auf der Straße gefahren, war aber wenig los, aber auch nicht optimal. Nichts kommt mit dem Weser-Radweg mit. Der wirklich, mit seiner Fließgeschwindigkeit, ein lockeres, romantisches Bächlein, kann man fast sagen. Klar, der wird auch noch größer, der wird auch noch ähnlich werden wie der Neckar, aber das ist alles so im Bereich Bremen und nördlicher, da wo ich drauf gefahren bin, ist es einfach so gewesen. Der war romantisch, der war super und der hat einen einzigen Vorteil vor allen anderen gehabt, der war immer weg von der Straße. Und wenn er mal an der Straße war, dann war die Straße immer noch ein bisschen weiter weg und es ist da nichts gefahren. Es war ruhig, es waren viele Cafés da, es war Romantik pur. Der Weserradweg ist einfach super, hatte nicht so einen guten, man konnte nicht so gut rollen, wie vielleicht auf dem Neckartal-Radweg, aber er ist einfach der beste, der romantischste und den man vielleicht mit Kindern am besten fahren kann. Man fährt durch so romantische Städte durch, wie Hameln, wie Höxter, die sind einfach, dann ist man direkt an der Weser lang, das ist wirklich nett und man fährt nicht an Industriegebiet viel vorbei und so weiter und so fort. Das nur mal von mir für die Radwege jetzt, was mir da gut gefallen hat, was mir vielleicht nicht so gut gefallen hat. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, seid ihr schon einen von den Radwegen gefahren? Boah. Das war das, was ich nochmal loswerden wollte. Jetzt, passt auf, jetzt ging es hier ja ein bisschen weiter mit Programm, wen das noch interessiert. Allgemein habe ich jetzt noch ein paar Bilder für euch, wieder mit Musik drunter, wie nach allen meinen Videos. Da sind noch ein paar Fotos drauf, was danach noch passiert ist. Viele sind es nicht geworden, aber ich will sie euch trotzdem zeigen. Ich sage Dankeschön, dass ihr mitgeradelt seid. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielleicht wird gekocht, vielleicht wird eine Reise gemacht, eine Wanderung oder eine Radreise. Irgendwas fällt mir schon ein oder ich zeige euch wieder nützliches Zubehör. Dankeschön, bleibt sportlich. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.